hallo Leute. Ein Video muss ich noch für euch aufnehmen. Und zwar geht es heute um das Thema Dankbarkeit. Ja? Seid im Leben dankbar dafür, was ihr derzeit besitzt. Ich hatte gerade eben wieder ein Erlebnis, wo ich mir dachte, Leute, fehlt euch irgendwas? Ja? Ein ganz konkretes Beispiel. Stellt euch vor, ihr kriegt ein Auto geschenkt vom Opa oder von der Familie. Und ihr kriegt das Auto und ihr beschwert euch, dass das Auto schon, keine Ahnung, 80.000 Kilometer runter hat. Und ihr seid noch richtig unfreundlich zu diesen Leuten und penetrant und ihr checkt es gar nicht. Also das geht gar nicht, ja? Ich verstehe das nicht. So nach dem Motto, aber du hättest mir doch auch einen Neuwagen schenken können, weißt du? So. Und solange du im Leben nicht bereit bist, dankbar für das zu sein, was du kriegst oder was du hast schon, ja, Gesundheit, dein Leben, wie du es bis jetzt führst, ja, weil es gibt tausendmal mehr Menschen auf der Welt, denen es schlechter geht als dir, ja. Und wenn du das nicht lernst irgendwann im Leben, ja, dass du dankbar sein musst, dann wirst du nie erfolgreich in deinem Leben werden. Nicht ein bisschen, du wirst nicht einen scheiß Cent verdienen, ja. Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Tugenden heutzutage, ja, weil die meisten Leute sind beleidigt, wenn du denen was gibst. Die sind beleidigt. Ah, auf Englisch heißt es auch, the people of the modern society are offended. So. Und das bedeutet beleidigt, weil man schenkt ihnen was, sei es eine Waschmaschine oder ein fucking Schrank, ja, und die Leute sind beleidigt. Jetzt will ich ihn aber nicht mehr, oder jetzt will ich das Auto nicht mehr, oder jetzt will ich das Essen nicht mehr. Das ist so eine, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Menschen, die kannst du direkt abschreiben, das war's, ja. Ich hoffe, die Message kam ein bisschen rüber. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen aggro bin, aber ich fand, dass dieses Video gerade wichtig ist und viel Mehrwert für einige Leute bieten kann. Und ich hoffe, dass dir Dankbarkeit und das nicht beleidigt sein, dass du das lernst. Wie du das lernst, darüber können wir noch, werde ich auch noch ein anderes Video verfassen. Aber das ist jetzt erstmal die Message, die ich rüberbringen wollte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video und folge meinen Social Media Kanälen, wenn du es nicht schon tust. Ja. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.